Nummer 3. Der Regisseur des HSV, der ja auch am Wochenende ebenso wie der Bundestrainer noch ein bisschen geschwächt war durch eine Damengrippe. Barski, Völler und Rahn! Heißt es! 1:0! Genau die 10. Spielminute zu Ende. 1:0 durch Oberan. Sein zweites Tor in der Nationalmannschaft. Kein Abseits, da stand noch einer auf der Linie von den Maltesern. Das erste schoss er ja gegen Schweden. Da hatte er so, wie viel waren das? 36 Sekunden Anlauf. Und heute 10 Minuten. Und wir sehen das noch einmal. 1:0 für Deutschland. Oberan. Dicht vor das Tor gezogen. Benello, der Torwart von Malta, wurde reaktiviert, nachdem wir im Hinspiel Mifsud, vielleicht erinnern Sie sich, der damals im Gehäuse stand, der Malteser, ziemlich unsicher war. Eigentlich bei allen Treffern so ein bisschen mithalb. Und da hat der bulgarische Trainer, der Malteser, Genco Dobrev, dann Benello reaktiviert. Riegel. Ja, das war eigentlich ein Missverständnis und das wird eine Chance. Völler, Elfmeter. Doch, ganz klar, trotz aller Proteste. Das war eigentlich ein Missverständnis. Vielleicht sehen wir das noch einmal in der Zeitlupe. Von Litvarski, der schon verfehlt zu haben schien. Ah, da ist der Ball schon durch und dann ist Völler losgelaufen. Und na, jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, wo ich das gesehen habe. An den Füßen nicht getroffen, ein bisschen vielleicht mit der Hand berührt. Vielleicht können wir das sogar noch einmal bringen. Das ist die 14. Spielminute. Und da steht Jerle Barski. Und Magath. Oh, mit Singen und Würgen. 14. Spielminute, 2:0 für Deutschland. Felix Magath. Oh, das wird ihm Mut machen nach den Pfiffen, die ihn hier empfangen haben. Litvarski an den Posten dann abgeprallt. Und da ist viel Platz. Und dann Magath, entschlossen und mit Wucht.
da ist natürlich jetzt Schwung und Zug drin bei der deutschen Mannschaft. Magath. Rummenigge. Auch er steht ja unter genauer Beobachtung heute, denn zuletzt waren seine Einsätze ja nicht ganz so unumstritten. Und Ecke. Es gab ja schon Stimmen nach dem Spiel in Portugal, nach dem 2:1. Man soll es ruhig mit zwei Spitzen versuchen, mit Völler und Littbarski. Aber dann hat Rummenigge ja beim Spiel von Inter gegen Köln eindeutig unter Beweis gestellt, wie wertvoll er ist, wie gut man ihn brauchen kann. Fast mit dem Kopf dran. Konzek. Ran. Tor! 17. Minute, 3:0. Na, hoffentlich hört die deutsche Mannschaft da nicht frühzeitig auf. Stillt nicht so schnell ihren Appetit, macht so weiter. Heute kann sie Werbung machen für sich und ihr Spiel. Schön abgetaucht von Rahn. Ein zweiter Treffer. Wunderbar gemacht, wie ein Mittelstürmer. Das erwartet man eigentlich eher von Rudi Völler, dass er da unten so abtaucht. Aber Rahn ist ja immens kopfballstark. 3:0. Ja, wenn es so weitergeht und man hochrechnet, wäre nicht schlecht. Geht hier rauf. Wieder Oberhahn. Berthold. Littbarski, oh, ist da. Platz ist es da. Offen. 4:0. Ja, wo bin ich denn hier? 18. Minute. In Saarbrücken, sagt mein Kollege Rolf Döfferin. Na, das ist ja prima. Da kann sogar Franz Rückenbauer doch eigentlich mal strahlen. Das 4:0, nur eine Minute nach dem 3:0 Littbarski. Ja, den hätte Bonello wohl haben können. Bei den Maltesern läuft sich schon ein Reservist warm. Aquilina mit der 13. Littbarski. Stoß, sagt der Schiedsrichter nach dem Kopfball von Rummenigge. Ja, wenn man so will, jeder Schuss ein Treffer mit Ausnahme des Elfmeters von Littbarski. Aber der saß ja dann im zweiten Anlauf. Ja, seine Stärken in der Offensive hat, das hat man oft genug bei Eintracht Frankfurt gesehen. Köller. Können Sie einem fast schon ein bisschen leid tun, die Malteser, wenn Sie auch mit drei Mann hier Aquilina gegen Völler sich nicht durchsetzen können. Das sind ja, tja, noch nicht mal richtige Halbprofis, das sind Amateure, fast lupenreine. Das sieht man hier in Situationen wie dieser, die ein paar Mark verdienen, so zwischen 400 und 1000 Mark im Monat. Das ist viel auf Malta, aber für deutsche Profi-Verhältnisse wenig, allenfalls Zinseszinsen. Völlers Kopfball. Konzek, viel tut fürs Angriffsspiel. Völler! Ah, schade. Völler, der unheimlich viel unterwegs ist, viel ausweicht auf die Flügel. Littbarski, noch einmal Völler und Rummenigge versucht, hat auch ein bisschen geschubst, aber nicht unterbunden, sondern Eckball Nummer 6 für Deutschland.
Konzek. Riegel. Einsam und allein in der deutschen Hälfte Torhüter Toni Schumacher, der sich da ein bisschen mit Gymnastik warm hält. Lebarski. Ornello. Ja, da waren sie wieder da. Wieder ran. Und die nächste Ecke. Unter den Zuschauern übrigens auch Bundestrainer Jupp Derwall, der frühere Bundestrainer, der jetzt in der Türkei ist. Hier in Varan. An Saarbrücken, da hat er ja nicht die besten Erinnerungen. Da gab es dieses unsägliche 2:1 gegen Albanien. Lebarski, freie Bahn. Magath. Hinten kommen sie wieder ran. Rummenigge. Aber geklärt. Zum 10. Eckball. Hier die Wiederholung. Die Vorarbeit von Magath. Da hat Rummenigge auch ein bisschen gedrängt, geschubst. Aber trotzdem Eckball. Ruggia. Berthold. Völler läuft in der Mitte. Schade. Aber das macht nichts, wenn so ein Ball dann mal drüber geht. Hauptsache der Mut zum Risiko ist da, dass man überhaupt versucht, Chancen herauszuspielen, mal etwas zu wagen, mal zu gehen über die Flügel, etwas zu riskieren auf eigene Faust. Lennart Faruggia und da ist einer frei, aber Toni Schumacher zum ersten Mal am Ball. Nach dem Schuss von Mitzi. Es war die 43. Minute. Magath. Und es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit beim Stande von 4:0 für Deutschland gegen Malta. Ein munteres Spielchen nach meinem Empfinden. Herget, Konzek, Rummenigge, 5:0. Das ist ihm zu gönnen, endlich hat es mal geklappt. 44. Minute, 5:0 durch Karl-Heinz Rummenigge. Aber Franz Beckenbauer immer noch mit unbewegtem Gesicht. Fronzek flankt. Und Rummenigge drückt den Ball mit dem Außenrist hinein zum 5:0. Rahn, Lebarski. Ja, Sie sehen, die Malteser greifen viel früher an und da bleiben die Deutschen dann doch öfter mal hängen. Können nicht so zaubern wie phasenweise in der ersten Halbzeit. Herget, Rahn. Eckball. Das Dutzend ist voll.
Und Magath bringt den Ball hinein. Wisbarski. Ja! Und hast ein Eigentor. Denn das war ein ziemlicher Querschläger, den die Malteser sich da leisteten. Berthold. Wechselung ab. Soweit ich das von hier oben erkennen kann, ist das Olaf Thun, der sich warm macht an der Außenlinie. Wisbarski. Rummenigge. Und wieder nicht. Ankara in der Türkei. Hier kommt eine Wiederholung. Jawohl, ganz eindeutig. So, mal sehen, ob es diesmal klappt mit der Standardsituation. Wie es Franz Beckenbauer von seinen Spielern erwartet, eine bessere Chancennutzung bei Freistößen, bei Eckbällen. Das kann man ja üben. Hergit steht da und da erinnere ich mich an einige schöne Freistöße von Hergit, auch im Pokal gegen Werder Bremen. Rummenigge, Wisbarski, Hergit. Ah, Wisbarski war schon am Jubeln. Aber Magath muss es noch einmal beweisen. Die Frage ist, sind Falkenmayer, sind Thon nicht noch zu jung in Mexiko? Und da taucht natürlich dann eines Tages bestimmt auch wieder noch einmal der Name Bernd Schuster auf, der zwar gerade noch einmal gesagt hat, er wolle nun doch nicht mehr für Deutschland spielen. Aber wer weiß, man hat ja schon oft seine Meinung geändert. Wisbarski. Schön, Latte! Und Eckball. Das gucken wir uns noch einmal an, sagt mir Regisseur Norbert Thielmann. Diese Möglichkeit von Wisbarski mit dem ungewohnten linken Fuß und dann Eckball. Und die kommt schon hinein, die Ecke. Berthold, Rummenigge. Jawohl, Tor, 6:0. 66. Spielminute, Karl-Heinz Rummenigge, sein zweiter Treffer. Und damit hat er gleichgezogen mit Uwe Seeler in der ewigen Bestenliste auf Platz 2. 43 Tore in der Nationalmannschaft. Was ist ihm zu gönnen, dem Karl-Heinz Rummenigge? Was hat er gerackert? Aber da ist doch einiges schief gegangen. Aber jetzt sein zweiter Treffer. Und das wird ihm weiter Mumm geben. Die Auswechslung wird jetzt vollzogen. Oberan geht hinaus. Und Olaf Thon kommt hinein. Oberan, zweifacher Torschütze, in einer hervorragenden ersten Halbzeit, in der zweiten abgesackt, nicht mehr so häufig am Ball, trotzdem die Gratulation von Franz Beckenbauer. Und Olaf Thon zum ersten Mal in Aktion, Rummenigge! Hergit, jetzt macht er Druck, hat Platz. Völler! Immer noch. Berthold. Und Thon. Schön gemacht. Wieder Thomas Berthold. Fronzek. Wieder Fronzek. So hat er gegen Kaiserslautern zwei schöne Tore gemacht am letzten Wochenende. Wisbarski mit einer sehr starken Partie heute und Völler mit Chancenummer, wie viel? 5-6. Und Abzug. Sagt der Linienrichter, aber der Schiedsrichter sagt Ecke. Nummer 15. Rummenigge. Und nächste Ecke.
Köller nicht mehr getroffen. War zuletzt berührt vom Torwart der Malteser. Rehme. Oh, gefährlich! Köller! Hat sich ja der Presse-Interview-Wünschen weitgehend entzogen. Rehme. Köller. Posten. Rummenigge. Und Elfmeter. Muss ich die Zeit nicht sehen, also ich weiß nicht, ob das einer war, da stören sie sich ein wenig gegenseitig. Rummenigge wird getroffen, ja. Muss man vielleicht nicht geben, aber es gibt Elfmeter. 4 Minuten vor Schluss und Matthias Herge steht da, obwohl die Fans Rudi Völler fordern. Immer wieder Rudi, Sprechchöre. Tja, Nachschuss von Magath das Tor. Und hier Fehlschuss von Herget und jetzt noch ein Fehler von Herget und die Möglichkeit für Malta. Die erste große Möglichkeit durch Lennart Perugia, der Mann mit der Lottoannahmestelle. 2,5 Minuten vor Schluss. Fronzek, die Außenverteidiger sicherlich stark, Fronzek und Berthold, die ja viel Raum hatten, keine direkten Gegenspieler, die viel nach vorne machen konnten. Sehr stark nach meinem Empfinden Pierre Littbarski, sehr stark auch in der ersten Halbzeit Uwe Rahn, der dann abbaute, ebenso wie Felix Magath, von dem in der ersten Halbzeit viel, in der zweiten Halbzeit kaum etwas zu sehen war, auch gegen diesen Gegner nicht. Karl-Heinz Förster und weit drüber. Karl-Heinz Rummenigge tat sich schwer, brauchte viele Versuche, wurde immer stärker. Schoss dann auch 2 Treffer. Aber man sollte es sicherlich weiter versuchen mit ihm und mit den 3 Sturmspitzen. Denn wer kann schon auf solch einen Stürmer wie Karl-Heinz Rummenigge es ist verzichten? Die Frage nach dem Spielmacher wird sich sicherlich noch einmal stellen. Völler! Es will nicht klappen, oder jetzt wieder nicht. Rummenigge. Die 90 Minuten nach meiner Uhr vorbei. Rudi Völler hat nicht getroffen, denn ich glaube, das war schon der Schlusspfiff. Jawohl, Schiedsrichter Taylor.